Ich sattel mich mal auf gerade. Ja, machen wir mal. War ich nicht gerade schon Geist? Naja, egal. Also jetzt dürfen wir nochmal mit allen babbeln. Und wieder abgeben. Tolle Quest, hä? Und jetzt haben sie die wiederholbaren Quests für den Ruf. Ich werde sie mal annehmen, weil, ja, weiß man nie. Gut. Dann können wir die Geisterdinger mal wieder wegmachen. Brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Was auf Karte anzeigen? Im Questjournal anzeigen. Oh, cool. Noch gar nicht mitbekommen gehabt. Ja. Ja. Ah, Draco, dem Schicksalshüter. Da gehen wir dann halt immer hin. Wieder. Und vorher geben wir aber natürlich die eine Quest auch noch ab. Und dann muss ich gestehen, wird es das gewesen sein und ich werde mich separat um diese Rufquests kümmern und gleichzeitig auf Level 42 hochleveln. Weil ich glaube, jetzt kommt die Blockade, dass man erst einmal nicht weitermachen darf. Wenn es die noch gibt. Mal schauen. Keine Ahnung. Was müssen wir da machen? 10 bla bla bla, 10 bla bla bla. Okay. Das kann man aber alles auch hier machen. Das empfiehlt sich sogar. Na, egal. Also hier, Drago, Schicksalshüterchen. Vierzehn Zeichen der Auserwählten. Naja, 14 geht ja noch. Also. Die Karte der roten Banditen. In Zacks Fußstapfen. Meister der Geister. Eine Insel der Invasion ist. Die gibt halt Erfahrung ohne Ende, ne? Das muss man sagen. Aber ist unheimlich aufwendig. 50 kleine Astralspeer, 30 Astralbestrafer, 20 Astralzerstörer. Und 5 verdorbene Jäger. Das ist nicht wenig, da wird man auf so eine Insel geportet und das muss man alles innerhalb von einer gewissen Zeit machen. So, wir haben 6 von 14 Zeichen, das heißt, ich bin hier mindestens 2 Tage. 3 kann ich täglich machen. Achso, dann muss ich, ja, bin ich ja sogar noch länger. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall dann in Kira vor allem wieder. Ich zeige mal jetzt, also da muss ich halt jetzt hier da ein paar töten, das ist recht easy. Außer roter Bandit. Ja, witzig, hä? Wie die da alle um mich herum verrecken.
Ja, da sind wir schon 3 von 7, also 7 Stück von denen. Gut. Ne? Hätten wir schon. Das wäre jetzt eine. Oh, was habe ich denn da alles bekommen? Stärke. Der gibt mir jetzt ernsthaft Stärke. Das ist doch... doch eine Farce. Und wieder Geschick weniger. Ja. Was soll denn das? Also... also... gut, aber Gewandtheit hat er mir da dafür gegeben. Aber Geschick? Das kann es ja nicht sein, 15. Ich lasse mal kurz, aber ist ja wurscht. Zack, und dann bekommt man jetzt halt wieder so ein Emblem. 7 von 14 habe ich jetzt, ne? Und dann gibt es die nächste Aufgabe, dass man hier mit dieser Fiole mit Geisteressenz irgendwelche Geisterviecher. Da ist eins, probieren wir es gleich mal aus. Und dann noch eine Gruppenquest, die mache ich jetzt aber nicht allein, da hole ich mir geschwind jemanden. So, seht ihr? So, so macht man das. Wenn man das ein geschickter anstellt, dann muss man den halt einmal bekämpfen. Und habe ich jetzt da schon irgendwas wieder, was ich machen kann? Ah, das muss ich in der Geisterwelt machen. Nein, das muss ich in der Geisterwelt alles machen. Okay. Das war's jetzt erst schon mal von meiner Seite. Vielleicht sehen wir uns ja wieder, wenn ich 42 bin, dann direkt weiter mit Kira. Müssen wir den Gippard-Höhlen erst einmal vorweglassen. Mal schauen, wie es hinhaut. Wir sehen uns. Bis demnächst. So, jetzt bin ich dann nochmal ganz kurz zurück, und zwar Roter Bandit. Ein Guildmember hilft mir schnell. Na, machen wir den. Oh, guck, der Primitive. Wo ist er? Kronenmäppchen. Da. Da. Komm her. Du, dich hab ich doch heute schon mal. Na komm. Bleibst du da? Klar. Hab ich da vorhin schon mal gemacht. Also. Roter Bandit und Ischgas. Barker der Wilde. Schafft er den? Schau, ja. Und da ist er, da gehen wir ihm doch mal aus lauter Netiquette. Geben wir ihm mal einen super Buff. Wobei ich den wahrscheinlich wesentlich besser gebraucht hätte, aber egal. Klar, leg los, mein Bester. Oh. Wow. Da habe ich ja mal Kürze. Upsi. Mal wenn gezogen. So.
Please, Gruppe! Also. Mal den einen halt verpasst, ne? Für die anderen. Also ich schon. Die anderen nehme ich mal an nicht, weil denen wird was fehlen. So, bye bye und danke. Gut, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ja, hör ich mal und willkommen zurück zum Let's Play Alerts Online. Der Bade auf Fränkisch Stufe 42 eben erreicht auf der Insel der Invasion. Wie ihr seht, ich habe noch nichts hier weitergemacht. Also ich bin, das ist noch derselbe Tag quasi wie die, ich glaube, ich aufgehört habe. Vielleicht ist es ja die gleiche Folge jetzt gerade, wer weiß. Aber ich habe den Brief des Regisseurs, rätselhafter Brief. Sprecht mit Gorislav Gipotski im Gasthaus im Koba-Plateau. Machen wir natürlich. Machen wir sofort. So, und jetzt tun wir es uns wieder an. Kriegsflagge an. Kira. Kira, ich komme. So, also. Koba-Plateau. Goldsuchers Eck. Den Typen besuchen. Ja, Gipard-Höhlen werde ich anschließen, sobald ich da hoch kann. Ich werde diese Quests täglich nebenher machen. Und dann, sobald ich da hin kann, werden wir das dazwischen lagern. Aber ich will es spielen. Wie immer. Da kann ich jetzt nicht warten. So. Die Wegkreuzung. Ja. Alte Juni-Ruine verwenden, um bla bla bla. Okay, ich weiß ich. Okay. Wieder zurück nach Kippert ins Dorf. Es kommt sowieso erst einmal eine kleine Grindquest dann. Aber die werde ich nicht ausblenden, die werde ich zeigen, damit ihr die seht. Weil man da als Anfänger vielleicht unter Umständen nicht weiß, was man tun muss. So. Also, mit der Juni-Stele an die Wegkreuzung, hat er gesagt. Zur Wegkreuzung. Und da fliegen wir jetzt hin. Und ich freue mich so, weil Kira ist für mich einfach, ja, da beginnt für mich innerlich das High-Level-Gebiet. Kannst du nicht anders sagen. Kira wird auch unglaublich gefährlich für mich als 42er. Noch 3 Stufen, bis ich den Buff los bin. Ja. Und dann 33% mehr Damage, das werde ich deutlich merken, wenn es soweit ist. Aber das ist eine gefährliche Zeit, vor allem wenn ich gefleckt rumlaufen sollte. Und ich bin mir noch nicht schlüssig, ob ich gefleckt rumlaufe. Mit 42 jetzt am Anfang auf jeden Fall. Die Bonus-XP nehme ich mit. Aber irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich ausmachen, spätestens mit 44, weil da ist es mir dann zu risikoreich. So. Wegkreuzung. Abschließen. Also, muss ich was fragen? Blub, blub, blub. Abschließen. Astralfriedhof. Also, ich soll jetzt in den Astralfriedhof. Und das ist wieder hier an die Stele zurück. Das ist wichtig. Zum Astralfriedhof. Da wandeln dann viele an das Schiffchen hin und gucken und denken und machen und wollen und... Klappt nicht und überhaupt. Und jetzt 42er Mobs, das wird schwer. Also was heißt schwer, aber... Merkt schon, halten deutlich mehr aus. Geht aber auch noch. Es ist jetzt nicht die Welt, was sie können.
So, da probieren wir mal drei gleichzeitig, ob das klappt. Wir müssen jetzt hier also quasi solche Mobs töten. Und die geben uns diese Dinger hier, Emanationen des Todes. Und mit denen können wir dann gleich wieder größere Mobs auf dem Altar beschwören. Und die wiederum geben uns eine Asche. Und da brauchen wir vier Stück. Also, Schaden machen die jetzt nicht arg viel, aber aushalten tun sie. Beziehungsweise ich mache keinen Damage. So rum ist vielleicht besser ausgedrückt. Viel besser ausgedrückt, um genau zu sein. So, sinnvoll ist es, wir sammeln nochmal sechs Stück, dann demonstriere ich das mal. Und mal gucken, ob ich den überhaupt pack, der bei sechs Stück rauskommt. Also, da bekommt man in aller Regel dann einen Mob, der auch garantiert eine Asche droppt. Bin mir nicht sicher, aber ich müsste den packen. Ich hoffe. Letztes Mal, wie ich das hier ausprobiert habe mit dem Psioniker, da hatte ich das Ruf-Equipment aus den Keepard-Höhlen an. Aber ah, sollte doch so auch machbar sein. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann nicht. Wobei, der verliert schon wieder ordentlich. Huiuiui. Ach so, die Level. Ah ja. Früher musste man da, glaube ich, ein bisschen mehr XP.